Also ich freue mich sehr, Tobias, dass du bereit bist, heute hier mit mir am Tisch zu sitzen und über unsere Ausstellung zu sprechen. Und die Frau Professor Dr. Stempel vertritt, die verhindert ist. Crossroads, unsere Gemeinschaftsausstellung, die wir jetzt mit diesem Video vorstellen wollen, hat eine kleine Vorgeschichte. Und die ganze Sache begann eigentlich 2010 auf einer Fotoreise, die ich durch Israel und Palästina machte. Und ich hatte mir vorgenommen, unsere Partnerstadt Kwasaba zu besuchen, um da eben Künstler kennenzulernen und mit denen Kontakt aufzunehmen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Ich wurde damals empfangen von Gadi Reich, der für die Städtepartnerschaften zwischen unserer Stadt Mülheim und Kwasaba zuständig ist. Und er hat mich also auch gleich mit Künstlern in Verbindung gebracht, sodass ich von da an eigentlich immer einen sehr guten Kontakt hatte. Ich war damals eigentlich vornehmlich für unsere kleine Künstlergruppe Ander unterwegs und so hat sich also auch diese Kontakte mehr oder weniger auf Ander konzentriert in den ersten Jahren. Wir haben es also geschafft, 9 israelische Künstler hier nach Mülheim zu holen und sie hatten eine sehr gute Ausstellung in der Galerie de Hermé in der Schlossstraße. Und die andere Gruppe, 8 Personen, 8 Künstlerinnen und Künstler, wurden dann 2 Jahre später, 2017, nach Kwasaba eingeladen. So, und ein Jahr später rief mich Amnon Tischler, der so der mein Hauptkontaktmann in Kwasaba ist und auch dort der Sprecher der Künstler ist, rief mich an und sagte, was hältst du von einer Gemeinschaftsausstellung mit Mülheimer Künstlern und Wiesbadenern? Ich sage, finde ich hervorragend. Vor 2,5 Jahren begann die Vorbereitung und darauf blicken wir also heute zu oder können wir heute blicken. Wir haben es geschafft, die Wolfsburg, die Katholische Akademie, als Ausstellungsort zu gewinnen und dort eine wunderbare Ausstellung mit insgesamt 70 Exponaten von 23 Künstlern aus Mülheim, Wiesbaden und Kwasaba zu zeigen. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammensitzen und diese Ausstellung vorstellen können. Ja, lieber Heiner, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir eine Freude, heute Morgen mit dir gemeinsam durch die Ausstellung zu gehen. Crossroads, Kreuzung, Ort der Entscheidung, Ort der Auseinandersetzung, Treffpunkt der Gegensätze, Frage nach dem Wohin. Was ist das Wesen der Grenze? Künstler individualisieren Konflikte und Fragen. 23 Künstler zeigen 70 Werke. Es ist eine Mischung aus Problemstellungen und Auswegen. Kunst ist hier auch Quelle für Optimismus und Hoffnung, so Amnon Tischler. Diese Ausstellung stellt ebenso eine Frage nach dem Wesen der Kunst. Die jeweils bezogenen Positionen sind so unverwechselbar, wie es die Künstler selbst sind. Kein Bild gleicht dem anderen. Karin Stempel betont, dass die Ausstellung keine Antworten gibt und Lösungen zeigt. Dennoch gibt es einen konstruktiven Dialog. Das heißt, der Wille zur Kunst, repräsentiert durch die Künstler, trifft hier auf den Wunsch nach Verständnis und Erkenntnisgewinn, repräsentiert durch den Betrachter. Dann würde ich ganz gerne mit dir jetzt den Rundgang beginnen. Und wir starten mit einer Arbeit oder mit 3 Arbeiten von Roland Meyer-Petzold. Ja, die Arbeiten von Roland Meyer-Petzold sind geradezu paradigmatisch für diese Ausstellung. Wir haben zunächst eine strenge grafische Figuration, eine wunderbare abstrakte Form. Man sieht grafische Linien und gleichzeitig ist es nicht so, dass wir nur ästhetisch diese Arbeit genießen können, sondern es mischt sich tatsächlich das ein, Heiner, was wir mitbringen als Betrachter. Denn es handelt sich offensichtlich um zersprungenes Glas und Glas zerspringt nicht von allein. Glas ist irgendwo auch ein eingefrorener Moment einer aggressiven Handlung. Man sieht jetzt bei Petzold sehr schön auf der einen Seite den strengen ästhetischen Aufbau und gleichzeitig unser Wissen, das wir mitbringen, sodass wir also diese Arbeit nicht eindeutig schön empfinden können, sondern gleichzeitig es einen Misch gibt, eine Mischung aus eigenen Vorstellungen und veranlasst durch das, was wir bei Petzold sehen, wie gesagt, zerbrochenes Glas, zerbrochene Fensterscheiben, eventuell sogar Reichskristallnacht. Das sind alles Dinge, die mitschwingen und die zeigen, wie hintergründig diese Arbeit zu verstehen ist.
Der nächste, den wir uns dann angucken können, wäre also Amnon Tischler. Ja. Und Amnon Tischler ist natürlich jetzt auch für die Ausstellung extrem wichtig, weil er der Initiator der ganzen Ausstellung ist. Und ich freue mich, dass er jetzt hier mit drei Arbeiten vertreten ist. Ja, bei Amnon Tischler ist es völlig anders als bei Petzold. Wir sehen hier eine Komposition, eine Verdichtung aus Farbe und Form auf der Suche nach Harmonie und Gleichgewicht. Das ist etwas, was ihn, glaube ich, als Person auch sehr auszeichnet, Heiner. Wir haben hier also eine sehr schöne All-Over-Struktur. Man hat Assoziationen an wirklich Harmonie, an das Gleichgewicht. Er hat hier tatsächlich eine Form gefunden, um diese abstrakten Begriffe deutlich werden zu lassen. Es ist ein Pendeln natürlich auch zwischen Abstraktion und Figuration. Wir sehen auf der linken Seite deutlich die Figur und das andere könnte Wasser sein, aber auch da geht er dann so ein bisschen in die Abstraktion. Die Figur ist allerdings im Zentrum einer Natur- und Raumerfahrung. Ja, wir kommen zu Petra von Breitenbach, einer Wiesbadener Künstlerin. Ja, bei Petra von Breitenbach ist es der Luftraum, wenn Sie so wollen, oder wenn du so willst, die grenzenlose Möglichkeit, dieses Arbeiten ohne Schwerkraft. Wir haben hier eine sehr luftige, sehr freie Form. Wir sehen eben auch, dass innerhalb der Kunst ganz andere Dinge möglich sind als innerhalb der Realität. Es könnten natürlich Vögel sein, die da abgebildet sind, aber es muss nicht sein. Es ist also, wie gesagt, und das ist typisch für Breitenbach, ihr Statement ist eben, die Kunst ist frei, die Form ist frei. Und es überschreitet, das ist in Ihrem Fall sehr wichtig, jede politische Realität. Auf der anderen Seite des Raumes hier sehen wir Joachim Poetz, einen Mühlheimer Künstler, der sich also auch sehr stark mit fotografischen Collagen befasst. Ja, bei Joachim Poetz ist es so, dass er die Arbeit selbst als Januskopf beschrieben hat. Sich kreuzende Blicke spielen dort eine wichtige Rolle. Gleichzeitig ist es aber auch kein Bild, was man eindeutig rezipieren kann. Es geht auch bei Poetz um das Phänomen von Schaffen und von gleichzeitig Bestreiten bzw. vom Zerstören. Das Bild wird, wenn du so willst, malerisch und gestisch auch wieder bestritten. Es ist diese Momentaufnahme zwischen Form und Verneinung derselben. Wir verlassen den Raum und kommen eigentlich in die eigentliche Eingangshalle. Und als erstes sehen wir hier an der Wand zwei sehr großformatige Arbeiten von Ralf Rassloff. Ja, Ralf Rassloff, der hier mit sehr schönen Rückenfiguren teilnimmt an dieser Ausstellung. Es ist interessant, wenn man sich die Arbeiten anschaut, hat man zunächst den Eindruck, einen schönen Rücken zu finden. Und gleichzeitig ist es sehr, sehr typisch für die Arbeiten von Ralf Rassloff, dass es da immer irgendwo einen Haken gibt. Es ist kein rein ästhetischer Genuss, dieser zum Beispiel rechts der Figur mit diesen wunderschönen Haaren, eine offensichtliche Frau. Wir könnten sagen, das ist eine tolle Aufnahme. Aber bevor wir aufhören, dieses Bild anzuschauen, sollten wir bei Rassloff immer nach dem ästhetischen, inhaltlichen Haken suchen. Und das ist tatsächlich die Verletzung der Frau auf der unteren rechten Hälfte. Das ist sehr typisch für Rassloff, der nicht eindeutige, schöne Bilder macht, sondern immer irgendwo auch eine gewisse Irritation hineinbringt. Und in diesem Fall ist es die Verletzung, die Narbe auf der rechten Seite, die dann wieder auch die Assoziation des Betrachters in Gang setzt und gleichzeitig das rein Schöne dieses Körperaktes in Frage stellt. Direkt neben ihr sehen wir drei Arbeiten von Hadassah Rochukowski. Und ich freue mich sehr, dass sie jetzt auch an der Ausstellung teilnimmt. Sie war in 2015 auch als eine Ausstellerin in Mühlheim. Ja, hier sehen wir auch wieder ein Bild, das innerhalb des Bildes einen relativ deutlichen Konflikt abbildet. Es gibt auf einmal auf der einen Seite diesen ganz grafischen, fast wie eine technische Zeichnung sieht das aus, diesen grafischen Bereich. Und gleichzeitig gibt es aber auch sehr, sehr sinnliche Elemente, also die da gegenüberstehen.
Es ist eine, selbst nennt sich es, glaube ich, das Dilemma, also dieser Konflikt zwischen Sinnlichkeit und einem grafischen Aufbau. Das ist, glaube ich, das hattest du mir erzählt, Heiner, das ist eine Zeichnung von der U-Bahn, nicht? Also diese typische grafische und dann eher dieses sinnliche Haus, das so ein bisschen vielleicht an Irland erinnert. Und dieser Konflikt innerhalb des Bildes ist also sehr schön gesetzt. Oben, das könnte ein Himmel sein, aber auch da ist wieder so die Frage, sehen wir da nur den Himmel hinein oder ist es ein tatsächlicher oder ist es nur ein schwarzer Hintergrund, der den Blick des Betrachters wieder in den Raum zurückwirft? Also hier ein sehr schöner, ja, wenn Sie so wollen, ein sehr schönes Dilemma zwischen grafischer Konkretisierung und einem Weggehen ins Sinnliche, in das Ungefähre. Direkt neben Hadassah sehen wir drei Bilder von Reichsferger. Ja. Auch aus Quassaba. Das sind Bilder, die sind sehr an der Tradition des Expressionismus geschult, wenn du so willst. Man sieht das Stumpfwerden der Perspektive. Wir haben also hier bei diesen realistisch-expressiven Arbeiten keinen Fluchtpunkt, sondern eine sehr deutliche Aufbau, der also im Expressionismus einen Höhepunkt gefunden hat. Wir können an dem Bild eigentlich nicht vorbei. Das ist das Interessante. Das ist eine sehr, sehr realistische Darstellung. Diese Farbe, der Betrachter wird, wenn du so willst, ein Teil des Bildes. Das ist interessant, weil das Bild tatsächlich trotz seiner Komplexität eigentlich wie ein Ausschnitt wirkt eines größeren Ganzen. Man möchte sich gerne einen Stuhl holen und vor die Arbeit setzen und man wird irgendwann aufgenommen von dieser Sinnlichkeit, von dieser Präsenz der Natur. Jetzt in diesem großen Eingangsbereich haben wir noch zwei weitere Arbeiten von einem Mühlheimer Künstler, von Alfred Dade. Ja, bei Dade ist es so, und das ist jetzt ein schöner Übergang, dass hier auch die Kunst der 20er Jahre ein bisschen Paten gestanden hat. Es gibt in diesem Bild keine Nebensächlichkeiten. Es gibt diese unglaublich konzentrierte Form der Gesichter, der relativ zurückhaltenden Geste. Man fragt sich als Betrachter, was ist der Anlass für diese Reaktion? Man sieht im Hintergrund eine Szenerie, man kann das zueinander bringen. Interessant ist, wie Dade hier ganz, ganz individuell reagieren lässt in Form der Köpfe und wir eben hinzutreten und diese Szenerie vorfinden und wir finden uns tatsächlich ein bisschen an Oelze erinnert, an einen Anlass, an eine Katastrophe, an eine Geschichte, die vielleicht ein bisschen außerhalb des Bildes liegt, aber die Helden sind hier tatsächlich die einzelnen Personen, die auf engstem Raum individuell reagieren. Ja, wir kommen nach oben in die obere große Halle und haben hier direkt hinter dem Treppenaufgang die drei Arbeiten von Iris aus Wiesbaden. Ja, bei dieser Künstlerin ist es so, dass es einen ganz konkreten Bezug gibt. Zunächst haben wir einmal die drei Fotografien an der Wand, aber es ist eben auch eine ganz, ganz klare Geschichte dahinter. Es geht um das Schicksal des Schriftstellers Hermann Sinsheimer, 1886 geboren, ein Jude, der 1938 nach England ins Exil emigrieren musste. Und für die Künstlerin ist es jetzt besonders wichtig, eine Arbeit zu schaffen, in der es um den Verlust von Heimat geht. Das ist ja das zentrale Motiv, natürlich auch die Todesangst, aber eben auch dieser Wahnsinn, die Heimat verlassen zu müssen, den Ort in diesem Fall Freisheim. Also die Geschichte, die real existierende Geschichte das Schicksal von Hermann Sinsheimer steht hinter diesen Fotografien, überschrieben mit dem Thema Verlust der Heimat, erzwungener Verlust der Heimat. Genau auf der anderen Seite des Raumes finden wir eine zweiteilige Arbeit von Angela Krämer, die so gestaltet ist, dass also diese gestrichelte Komponente die beiden Teile verbindet. Ja, bei Angela Krämer fällt auf, dass sie sehr, sehr grafisch arbeitet, also einmal über den Bildrand hinaus, das ist ja sozusagen ein Diptychon in der Höhe montiert. Wir finden nicht oder kaum etwas Gegenständliches, sind also alles
relativ reduzierte Formen, die sich hier wiederfinden. Es ist eine menschenleere Konstruktion einer Welt, die aus grafischen Elementen besteht. Nicht weit davon ist meine eigene Arbeit. Das sind zwei Aufnahmen aus einer 16-teiligen Serie, die ich letztes Jahr in Palästina gemacht habe und habe ich mich befasst mit dem Leben der Beduinen, die im nördlichen Jordantal leben. Was hier mir sehr wichtig ist, die fast etwas romantisierenden Fotos werden konterkuriert, sicherlich durch den Text, der unter den Bildern mitzunehmen ist und wo ich also Erlebnisse dieser Familien unter der Besatzung beschreibe. Meine Arbeiten sind sehr oft, dass Bild und Text verbunden werden. Die nächste Arbeit, die wir hier sehen, ist Etty Sharoni. Etty Sharoni, Künstlerin aus Kwasaba. Ja, die ungegenständlich arbeitende Künstlerin arbeitet mit den Elementen Fläche, Verdichtung. Auch hier können wir als Betrachter kaum etwas im traditionellen Sinne wiedererkennen. Wir treffen hier auf eine völlig neue, auf eine neue Welt, die diese Künstlerin konstruiert hat. Die momentane gestische Verdichtung ist auch ein wichtiges Thema bei ihr. Das heißt, wir sehen, wie die Arbeit entstanden ist. Die Arbeit entsteht, erzählt die Geschichte ihrer eigenen Entstehung. Eine abstrakte Auseinandersetzung, natürlich auch mit Fläche und Form, aber sehr reduziert und sehr, sehr ausgeprägt. Direkt daneben haben wir eine Künstlerin aus Wiesbaden, Gabriele Hattisen. Sie hat eine einzelne großformatige Arbeit hier hängen. Ja, es geht bei Frau Hattisen um den Zusammenhang von Verstrickung und Abstraktion. Es sind Elemente in der Arbeit montiert, collagenhaft aufgebracht, die wir alle kennen, die alle aus unterschiedlichen Kontexten stammen. Nun sind sie jetzt zusammengemontiert in einer sehr ausgeprägten Form. Bei ihr ist es so, dass das Rollenverhalten der Menschen hier im Zentrum steht. Etwas sehr Abstraktes im Verhältnis zu der Ausdrucksform, die sie findet. Wir verlassen diesen Eingang, großen Hallenbereich und gehen in einen großen Seminarraum und finden hier an der Wand drei Arbeiten des israelischen Künstlers Ezra Shuki. Ezra Shuki wird hier im Katalog auch mit einem sehr schönen Zitat dargestellt. Kunst muss man mit dem Herzen lesen. Die Worte helfen nur wie ein Hindernis andeutungsweise. Ja, das ist eigentlich das, Heiner, was wir heute versuchen. Wir versuchen andeutungsweise hinter die Geheimnisse der Kunst zu kommen. Hier ist es so, dass der Künstler eine sehr ausgeprägte, sehr eigensinnige Formensprache entwickelt hat und er natürlich auch darauf erpicht ist, sich der eindeutigen Interpretation zu verschließen. Gleichzeitig ist es auch immer die Frage, was können wir mit Sprache leisten, was kann Sprache weniger oder mehr als ein Bild in Form dieser Abstraktion von Shuki. Direkt daneben sehen wir eine einzelne Arbeit, eine Komposition, die zusammengestellt wurde von Nicole Fehling. Ja, aus Wiesbaden. Eine ganz minimalistische Collage, eine zufällige Anordnung innerhalb eines Rahmens von einzelnen Elementen, gleich groß, manche sind weggelassen. Es ist eine absolut ungegenständliche Arbeit, das spricht eben auch für die Qualität dieser Ausstellung, dass die Künstler alle sehr, sehr unterschiedlich arbeiten und sie ist radikal ungegenständlich. Es geht ihr um Faltung, es geht ihr um Schattenwurf, es sind alles Dinge, die auch in einer ganz eigenen, reduzierten Formensprache von der Künstlerin entwickelt worden sind und gleichzeitig aber auch den Raum vor der Arbeit thematisieren. Daneben ist wiederum eine Arbeit von einer israelischen Künstlerin, von Niva Hargor Hedin, die unter anderem auch vor 5 Jahren hier in der Mühlheimer Ausstellung war. Ja, hier finden wir eine sehr gekonnte Anleihe an den Surrealismus, also eine durchaus realistische Kunst.
Für die Künstlerin, die in diesem surrealistischen Stil arbeitet, ist natürlich die Traumwelt etwas außerordentlich Wichtiges. Wir sehen, dass so Dinge wie Schwerkraft kaum eine Rolle spielen. Also die Wirklichkeit des Traumes ist natürlich der Wirklichkeit, die uns real umgibt, immer überlegen. Es geht aber auch bei dieser Künstlerin um die drei Begriffe von Zweifel, Angst und Ablösung. Das heißt, der Traum spielt bei ihr eine zentrale Rolle und sie versucht, mit Hilfe dieser surrealen Bilder neue Wege zu gehen. Wir verlassen diesen Raum und gehen in den nächsten Raum, in dem zwei Arbeiten sind, zu sehen sind von Mühlheimer Künstlern. Genau, Jan Hohmeier, auch ein realistisch arbeitender Künstler, auch an den 20er, 30er Jahren sicherlich geschult. Das schöpferische Element in seiner Arbeit hat auch zu tun mit Dekonstruktion, mit Persönlichkeit, mit einer Kunst, die nicht unbedingt Auswege beschreibt. Das ist sehr zentral bei ihm. Es ist nicht unbedingt der Ausweg, sondern zunächst wird einmal das Problem geschildert. Es ist eine Frage, auch vielleicht eine existenzialistische Frage nach dem, was wir möglicherweise können und was wir auch vielleicht nicht können. Also ein bisschen auch Sartre zwischen dem, was wir von der Persönlichkeit her ausdrücken können, und gleichzeitig können wir aber auch hinter unseren Erfolgen in gewisser Weise zurückfallen. Gleichzeitig auch im Zentrum, so habe ich es von Heiner erfahren, der Vater, dieser Konflikt Vater-Sohn ist da auch natürlich drin. Es ist eine sehr vielschichtige Arbeit, sehr, sehr differenziert gesehen. Es geht um die Ausdrucksformen von Persönlichkeit im Hinblick auf die Vergangenheit, aber auch im Hinblick auf die unmittelbare Gegenwart. Direkt gegenüber haben wir drei Arbeiten von Karin Dörre, der ich in diesem Zusammenhang auch kurz hier danken möchte, weil sie sehr stark an der Vorbereitung beteiligt war, diese Ausstellung in der Wolfsburg zu ermöglichen. Ja, die drei Arbeiten von Karin Dörre thematisieren das große Bild der Behausung und der Stadt in ganz unterschiedlicher Art und Weise, in einer sehr dezenten Farbigkeit, alles ohne Menschen, völlig menschenleer. Es ist eine Arbeit, die sich auch eben mit Untergang und Neuschöpfung beschäftigt. Es ist also quasi so, als wäre die Welt dabei, sich neu zu bilden auf der Basis dessen, was einmal gewesen ist. Wir verlassen den Raum und gehen jetzt in einen kleinen Gang, in dem wir als erstes eine Arbeit von Romana Menzke und Kühn sehen. Eine sehr sensible Arbeit, die sehr schwierig war, sie an der Wand zu platzieren. Ja, das ist jetzt eine Arbeit, die auch wieder das Umfeld sehr stark thematisiert. Es ist nicht das klassische Öl auf Leinwand, sondern eigentlich eher eine dreidimensionale Arbeit, eine Collage, die in den Raum hinein geht und gleichzeitig eine unglaublich feine, an der Natur geschulte Binnenstruktur aufweist. Sie treibt das insofern auf die Spitze, als dass sie Elemente aus der Natur montiert, die sozusagen Kontakt aufnehmen zu der Form, zu der Formensprache, die sie dann erfindet. Parallel zu dieser Montage. Neuschaffung einer Form ist sozusagen ihr großes Thema auf der Basis von einer Naturerfahrung. Verflechtungen und Strukturen gehen weit über das Bild hinaus. Auch das ist wichtig. Materialbeschaffenheit ist sehr sensibel gesehen. Es ist sozusagen, wenn Sie so wollen, wenn du so willst, Heiner, eine Schule der Wahrnehmung, die wir hier betreten können. Ja, wir kommen zu einem weiteren Mühlheimer Künstler, Eberhard Ross, der mit drei Arbeiten hier vertreten ist. Die eine Arbeit, die Vogelflug andeutet, sollte eigentlich die Einladungskarte für die Ausstellung werden. Es hat aber keine Eröffnung leider gegeben wegen Corona. Ja, bei Eberhard Ross fällt es auf, dass, Heiner sagte es schon, dass die Naturbeobachtung auch irgendeine Form der Grundlage für seine Kunst ist. Und es ist tatsächlich auf der einen Seite auch der Klang der Farbe, der in den reduzierten Arbeiten von Eberhard Ross eine Rolle spielt. Man möchte sich geradezu versenken in diese Arbeiten. Sie haben eine ganz besondere regenerierende Kraft. Das ist sozusagen der rote Faden in den Arbeiten von Eberhard Ross. Naturerfahrung, Klang der Farbe
und das als regenerierendes Element. Direkt daneben ist eine zweiteilige Arbeit des Mühlheimer Künstlers Uwe Dieter Bleil. Ja, bei Uwe Dieter fällt natürlich auf, dass es mit Bleistift gezeichnet ist. Das ist unglaublich virtuos. Zwei Teddybären. Man hat Spaß. Man denkt an die eigenen Teddys, die man vielleicht noch irgendwo im Schrank hat. Und gleichzeitig gibt es aber auch hier wieder einen Haken in der Arbeit von Uwe Dieter Bleil. Es gibt natürlich die süßen Teddys, wunderbar gezeichnet, virtuos gemacht, ganz im Stile von Bleil. Und gleichzeitig hat der rechte Teddy, der ja sozusagen ein Symbol für Harmlosigkeit und für Verspieltheit ist, eine politische Armbinde. Wir verlassen den Gang und gehen in einen nächsten Raum und sehen hier sofort an der Wand eine Arbeit von Christiane Steitz. Ja, bei dieser Künstlerin ist es so, dass real existierende Nachrichtenfotos die Basis ihrer Kunst darstellen, verbunden mit Scherenschnitten. Es ist ein wichtiger Zeitaspekt in dieser Arbeit zu finden. Es ist die Frage, wenn man es so verkürzen will, nach der Fragilität aller Sicherheit. Daneben haben wir eine Arbeit der israelischen Künstlerin Bella Levin. Das müsste dir eigentlich sehr zusagen, Heiner, weil es da auch wieder eine Verbindung gibt zwischen Text und Bild, ganz wie Heiner Schmitz das auf die eigenen Arbeiten auch schon bezogen hat. Auch hier eine sehr narrative, sehr erzählerische Arbeit. Und gleichzeitig bei aller grafischen Feinheit ist es auch wieder eine etwas melancholische Arbeit. Es geht auch um Vergänglichkeit, es geht um Erinnerungen, es geht um das Briefeschreiben. Es ist eine Bahnhofsituation, es geht auch um Verlust. Es ist eine Arbeit, die sehr tiefgründig und auch sehr politisch zu lesen ist. Ja, wir haben eine wunderschöne Ausstellung besucht. Ich möchte mich in diesem Zusammenhang noch mal ganz herzlich bei der Wolfsburg, bei der Katholischen Akademie bedanken. Hier aber ganz ausdrücklich bei Herrn Dr. Keitel, der diesen Aufbau und die Vorbereitung der Ausstellung in der Wolfsburg begleitet hat. Und ganz herzlichen Dank auch an den Verein 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e.V. in Köln, der mit der Unterstützung, finanziellen Unterstützung dieses gesamte Projekt überhaupt möglich gemacht hat. Vielen Dank allen, die beteiligt waren, die beim Aufbau beteiligt waren. Und ich wünsche allen, ich hoffe hoffentlich im Januar dann tatsächlich auch einen persönlichen Besuch, wenn sich die Situation um Corona hoffentlich aufgelöst hat. Ja, Heiner, ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich bedanken. Es war mir eine große Freude, mit dir so lebendig durch die Ausstellung zu gehen. Und ich bedanke mich auch natürlich im Namen aller, die jetzt diese Ausstellung besuchen können. Vielen Dank.